Maike, was für ein bewegender Kampf. Mir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen, habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu schreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruder erst. Du sagst es, Hop. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber meine Pokémon und ich werden ihm oder mit ihr, mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage das ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner wirst, Maike. Ich werde es auf jeden Fall sein, du. Genau, Maike, jetzt geht es richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe mich erstmal im Hotel entspannen. Dafür solltest du aber noch Energie tanken, Hop. Komm, lasst uns alle etwas essen gehen. Können wir gerne machen. Aber wehe, du willst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will das ordentliche Essen. Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Maike, Challenger Maike, einen Augenblick bitte. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Okay, großartig. Wie jeder weiß, hat jeder der Champ der Gala-Region dir und Hop eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hop, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Ich freue mich riesig darüber, natürlich. Verstehe. Und was hast du etwas? Hast du etwas, was du Hop gerne sagen möchtest? Ich will mich bei ihm bedanken. Aha, verstehe. Du siehst ihn also auch als seinen Rivalen. Ganz unter uns. Denkst du, dass eine Chance für den Titel zu gewinnen? Ich will mal bescheiden sein. Schwer zu sagen. Keine Ahnung. Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen diese ganzen unverständlichen Fragen? Maike ist total groggy. Was? Groggy? Noch nie das Wort gehört. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Delon verabredet, also lassen Sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Puh, als Promi hat man es echt nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Yo, Bro, where are you? Einige Stunden später. Wo steckt Delon bloß? So spät ist er sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Champ ist ja auch noch geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Da müsst ihr ja so einen Lärm machen, Alter. Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen, da wäre sie nützlicher gewesen. Ha, erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Delon, klar. Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich dich in dem Outfit jemand ernst nehmen? Wow, wenn du immer nur aufs Äußere achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Zum Rose Tower? Keine Ahnung warum. Ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet. Weil er irgendwas im Rose Tower erledigen muss oder so. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Maike und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genauso wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start des Finals-Turniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Standen wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der Größte, Ness. Vielen Dank. Jetzt wird reingeklötzt und zwar so richtig. Okay. Dann folgen wir den mal. Aber meine Pokémon sind bestimmt nicht geheilt. Doch. Doch, die sind alle geheilt. Warum sagt mir das später nicht Bescheid? Seltsam, seltsam, seltsam. Naja, nicht schlimm. Let's go! Was ist denn jetzt schon wieder los?
Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Maike. Team Yell ist jetzt der offizielle Fanclub von Maike, Mary. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Und du was? Oh nein, die sind jetzt bei mir? Scheiße. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia? Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Unbefugten ist der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit der Runnerwell zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen abplagen muss, solange er sich im Rose Tower aufhält. Ich werde den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin ein Meister der Tarnung. Versuchen wir mich zu finden. Na toll, und was jetzt? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team Yell hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Maike. Inoffiziell, wenn ich bitten darf. Perfekt, ich suche die Gegend vor dem Stadion ab. Das ist gemein, Olivia. Ich mag die sowieso nicht. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz? Ja. Super. Solange alle mithelfen, schaffen wir es mit Links den Rose Tower zu erreichen. Okay, lass uns diesen bösen Angestellten der Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Der Typ hatte eine abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Da sitzt einer. Endlich hat der Champ Cup begonnen! Manchmal haben wir so viel zu tun, dass ich am liebsten blau machen würde. Okay, ist es nicht. Wir haben so viel mit dem Champ Cup zu tun und jetzt kommen wir nicht zum Rose Tower. Das ist alles die Schuld dieses bösen Liga-Angestellten. Uff. Mit mir zu reden, wird dir wohl kaum dabei helfen, den Bösen aufzuspüren, oder? Na los, schnapp ihn dir. Warte, sind sie jetzt wirklich böse? Wenn ja, dann wurde das aber echt schlecht revealed, finde ich. Ja. So, wo können die denn sein? Hier ist niemand. Die spawnen ja auch erst. Da hinten sind sie nicht zufällig. Oh, muss ich die jetzt ernsthaft überall suchen gehen? Oh, das ist nervig. Warum, Spiel? Warum sowas? Warum diesen, Bruder, mach doch nicht diesen. Wo könnte er denn sein? Ich habe echt gar keine Ahnung, wo der sein könnte. Gibt's einen Tipp? Suche den bösen Liga-Angestellten. Ja, super. Toller Tipp. Danke, das sagt mir echt viel. Ey, wenn er in einem Haus ist, ne, dann kotze ich. Weil ich gucke jetzt nicht in jedem Haus nochmal vorbei. Ey, das ist doch langweilig, Spiel. Nochmal alles raus, nochmal das Spiel längern und dann alles rauszögern. Ja, super, ne? Gameplay, haha, versteht ihr wegen, ja. Hey, Maike! Der Typ da ist super verdächtig, aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, um ihn aufzuschrecken, dann dreht er sich bestimmt um. Da ist Olivia! Was? Mist, ich hab mich umgedreht! Und jetzt bin ich auch noch umsingelt! Na schön, dann werden wir eben kämpfen! Was? Ist er das? Mit dem Schlüssel? Kosmos, Makrokosmos. Ich glaube, das ist der, oder? Mauzi! Ah nee, Will von Makrokosmos, sorry. Damn! Zwei Pokémon, oder? Ich glaube, zwei sind's. Ja, das sind zwei, glaube ich. Piu, 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 weg mit dir, vom Fenster, zack. Miau. So, Level Up für niemanden. Weil die Pummel hier zu schwach sind. Fermi cooler. Fermi ist echt cooler. Ach, das. Pff. Wir fallen nicht an. Dankeschön. Ihr seid die Besten. Ich habe ja jetzt beides von den Textboxen gesagt, aber passt schon.
Ich glaube, ihr seid die Besten bedeutet mehr als nur Danke sagen, oder? Auch wenn es Danke ein Ausrufezeichen hatte. So. Immer noch kein Level. Wow. Hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. Haha. Ich hab's. Ich versteck mich einfach. Dann kommt niemand an den Schlüssel. Nein! Boah, der hat den Tempo drauf. Wo er sich jetzt so versteckt? Oh, ey, was ein Rotz! Er ist hier lang gelaufen. Da steht ein neuer, der war vorher nicht da. Ey, bist du's? Ja. Wie hast du mich gefunden? Sag bloß, du hast auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt ist gekämpft. Nein. Oh Mann. Als ob er wieder neue Pokémon hat. Und wo hat er die? Ja gut, er hat da 6 Pokémon in seinem Gurt, aber. Als ob er es gegen all seine 6 Pokémon einzukämpfen. Das ist doch lächerlich. Laber doch nicht, ey. Aber jetzt ohne Witz, als ob. Als ob. Wir hätten so viel mehr schaffen können in dieser Folge. Und dann sowas. Routine Level Up, endlich! Was hat er denn? Stalobor, uiuiui. Das ist ein echt cooles Pokémon, ich mag das sehr. Du schaffst das! Yay! Los, Maike! Yay! Ich schieß dich ab, Bro! Mit meinem heiligen Finger! He dead boy? He one dead boy? Da habe ich extra beim Wettlaufen meine Pokémon ausgewechselt. Ja, weiß ich. Tja, mich inzwischen den neuen zu verstecken war wohl nicht gut genug. Aber jetzt werde ich mir die richtige Mühe geben. Du findest mich nie. Geh nach links. Warum war das klar? Warum habe ich mir das schon gedacht, wenn er nach links rennt? Glückwunsch, du hast ihn alle im Heuhaufen gefunden. Nein. Pass auf, dass du dich nicht piekst. Okay, ich hoffe, das war das letzte Mal. Der letzte Zeitpunkt, Castador. Auch das Vieh. Hat es geht in den Boden rein? Zum Lenker? So, seit wann geht das in den Boden rein? Das Ding ist Käfer, soweit ich weiß. Ja, müsste sein. Ein Volltreffer. Eisenschädel. Aua. Vielleicht ist es auch Typ Stahl? Wir glauben an dich. Setz dich durch. Du bist die Beste. Ich mag Mary. Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob die böse ist oder nicht. Aber mittlerweile bin ich echter Fan von dem Fanclub von ihr. Also, na, nicht von Team Yell. Ich meine, ich mag sie halt. Ja. Lol. Stalos! Oh, denkst du, mit einem großen Pokémon kannst du mehr ausrichten? Falsch gedacht, Bro. Kannst gar nichts. Piu! Damn, sah das nice aus. Nicht so geil wie früher, aber trotzdem epic. Und kein Level Up. Verstecken ist sinnlos! Kämpfen ist sinnlos! Das kann man nur noch weg, dann kann man nur noch wegrennen! Was? Okay. Oh nein, bitte nicht. Es ist vorbei! Es gibt keinen Ausweg mehr für mich! Ha! Denkst du, ich habe keine Lust mehr, den Standpunkt von Olivia anzuhören! Aufgeben ist keine Option, mal sehen, wie du mich stoppen willst, wenn ich ganz clever in die Monorail hüpfe! Dann komme ich rein, wenn du nichts zumachst. Bringt Hopp her, Leute! Wir müssen den Bahnhof belagern, damit dieser Typ uns nicht entwischt! Wir begeben uns also zum Monorail jetzt. Anscheinend. Ich weiß doch, wer es ist. Es ist der vierte. Oder? Verdammt. Lass uns noch nicht durch. Jetzt sind wir endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Maike.
Das muss gefeiert werden, am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Aber diesmal wieder ohne Lyrics, auch noch mit Lyrics, aber ohne Musik. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für mich simple Lieder und mehr nicht. Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meinen Liedern wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder, meine schönen, simplen Lieder. Boah, Ness, ey! Ness, ja, Mann! Hey, ist das nicht Ness? Gibt ihr etwa gerade ein Straßenkonzert? Du meinst wohl eher ein Bahnhofskonzert? Egal, komm, lass uns näher anschauen. Lass uns das alles auf Facebook posten. Voll geil. Yeah. Ich bin bei mir kein Facebook. Lol. Die tanzen mit. Oh yeah. Oh, das war cool. Random, aber geil. Das wäre eine Schlüssel. Jetzt können wir mit den Runaways zum Roadstopper fahren. Michael Hopp, na los, macht schon, das ist eure Chance, was draus zu machen. Okay. Suche den bösen Liga-Angestellten. Oh, 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 oh. Das ist groß. Was passiert denn da? Warum ist Delon da? Ich dachte, wir machen den Champ-Kampf. Da wären wir, der Rose Tower. Wie hoch dieser Kasten wohl sein mag, die Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Okay, was ist euer Plan? Die Miel und Ness haben mit den Typen der Pokémon-Liga sicher noch alle Hände voll zu tun. Wir sind also uns auf uns allein gestellt. Gute Frage. Hast du eine Idee, Maike? Warten wir auf den Rest. Nächster! Die Miel hat uns extra einen Vorsprung verschafft. Den dürfen wir nicht vergeuden. Ach so, ja, okay. Dank dir haben wir es bisher geschafft, Maike. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Olivia muss man nicht verstehen, oder? Ich kaufe ihr einfach nicht ab, dass ich sie nur mal mit dem Monorail-Schlüssel nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Warum der Präsident den Champ im Rose Tower festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Boah, jetzt haben wir schon so angeweitet. Mein Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgegangen wie in Spikeford. Nur eine Zugabe noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los, geht endlich! Ich gebe euch Rückendeckung! Ich bleib hier mit meinem Bruder, damit er keinen Unfug einstellt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns hier. Komm, machen wir uns auf die Socken, Maike. Okay. Let's go! Rein da in den Rose Tower. Warum auch immer. Wow, so sieht der Rose Tower also von innen aus. Der ist so riesig, der wird einem fast schwindelig. Wusstest du, dass der Rose Tower angeblich auch auf einer Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man an der Spitze des Gebäudes auch Pokémon dann maximieren. Ach, vielleicht ist da der Champion-Kampf dann. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug bis ganz nach oben fahren kann. Der Rose Tower hat nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. Oh nein. Wie weit der Aufzug fährt, spielt keine Rolle, weil hier nämlich Endstation für euch ist. Alarm, Alarm, Eindringlinge gesichtet. Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört? Die Anweisung kommt von Olivia, also muss ich sie befolgen. Wenn ich euch vertreibe, gibt's bestimmt einen fetten Bonus für mich. Ey, was ist mit Bolivia? Olivia falsch, ey. Ey, warum haben die alle das gleiche Pokémon? Femicuda nochmal. So langweilig. Die Musik ist langweilig. Vielleicht kriegen wir noch Level 60. Digga. Aber wenn dann, wenn wirklich, dann wechsle ich mein Pokémon aus, weil ich will nicht, dass ich ihn höher als Level 60 habe in der Liga. Ich glaube, das ist zu OP. Okay, Musik bleibt immer gleich. Jetzt verliere ich schon wieder Geld! Mit jeder Niederlage werde ich in die Miesen. Okay. Da geht er hin. Mein Bonus. Aus der Traum vom eigenen Haus. Wir wollen zu Liga Präsident Rose. Sag schon, wo finden wir ihn? Nehmt einfach den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf. Ach, dann lasst ihn mir durch, danke. Yeah, gleich sind wir am Ziel. Halt durch, Bruderherz, wir kommen. Komm, Michael, weiter geht's. Unterschied, nope.
Wow, das geht ganz schön weit nach oben. Ja, das sind auch 100 Stockwerke, du Schlaumeier. Sind wir da? 100? Hey, Moment mal, warum hatten wir hier an? Wir sind noch gar nicht bei 100. Oh, ich wusste es. Jetzt war es halt darin anscheinend, nicht wahr? Danke für eure Teilnahme, aber wir können auf keinen Fall zuverlassen, dass ihr Ärger macht. Nicht zuletzt zum Schluss, zum Schutz unserer Tochterfirmen, die auch ihren Sitz hier im Rose Tower haben. Dieser Hafzug wurde von einer dieser Firmen gebaut, Merkel Cosmos Construction. Er ist groß und schnippig genug, um darin Pokémon-Kämpfer auszutragen. Oh, das ist die Security. Hier wollen wir uns hier rauslocken. Oh, wir kämpfen mit Hop. Aber das wird nichts bringen. Oh, Bronzong. Und das neue Pokémon da. Weiß nicht, ob man das nur ein Schwert fangen kann, weil wir haben das ja in Schild nicht gesehen. Sehr schade eigentlich, ich mag das ja. Ich mach das rechts. Weil es sieht aus wie Feuer. Dinge macht Sinn. Bis bald, Amiga. Naja, effektiv war es nicht, aber passt. Level up. Nee, okay. Ich dachte gerade, das wäre meins Vorlog. Wow. Okay, immerhin. Oh, nee, doch nicht. Also doch, trefft ihn ja nicht. Okay. Das reicht. Du bist tot, mein Freund. Ich schieß dich auch ab. Piu. Bum. Tot. Juhu. Und kein Level up. Die Musik bleibt immer noch gleich. Wenigstens kann sich beweisen, dass dieser Lift auch einem Pokémon-Kampf standhält. Dabei liefert niemand bessere Arbeit als das Marco Cosmos Construction Team. Mann. Tja. Wir haben verloren, also bleibt uns nichts anderes übrig, als euch lösen zu lassen. Aber ich muss euch erneut bitten, nicht den Liga-Präsidenten bei seiner Arbeit zu stören. Der Aufzug hier im Roster besteht eigentlich nur aus einer beweglichen Plattform. Da dies unter normalen Umständen Risiken mit sich bringen würde, werden als Schutzmaßnahmen. Ach so, sie sagt das. Diese Lichtwende erzeugt. Mit wärmsten Empfehlungen von Marco Cosmos Construction. Na toll, wie es aussieht, kann das Personal den Aufzug einfach so von außen anhalten. Dabei wollten wir doch so schnell wie möglich nach ganz oben. Unsere Pokémon haben sich echt gut geschlagen. Ich mache sie schnell wieder fit. Hm, hätte am Ende das machen sollen, aber okay, passt. Wie viele kämpfen noch? 2, 3, 5, 20? Ich kann mich nicht drehen. Wir sind immer noch nicht fertig. Ja. Ah, 3, okay. Der Rose Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf der 150 Meter Marke. Dieses Stockwerk ist der Sitz der Firma MC Versicherung. Ich hoffe für euch, dass ihr gut versichert seid. Ja, natürlich. Natürlich immer. Kick-Klack und Flunkiefer. Mensch, könnt ihr nicht irgendwas Cooles, Krasses, Starkes reinpacken hier? Sehr lange. Machen wir auf Kick-Klack. Piu. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich dachte, das machen jetzt ganz normal die Liga durch und danach passiert das alles hier erst. Aber es passiert schon noch vor der Liga. Hm, warum auch immer. Kursi Level Up! Nice! Bitte Kills. Nee, weiter nicht. Weiter definitiv nicht. Okay. Nicht auf mich. So, jetzt stirb einfach. Ihr seid solche Lappen, ihr könnt echt gar nichts. Komm, haut ab! Ich muss doch recht vorlesen, was sie sagen. Ich einfach nicht. Dann eh immer nur das Gleiche. Kommt jetzt eh nochmal ein weiterer Kampf. 100 pro. Dabei liefert niemand eine bessere Arbeit ab als MC-Versicherung. Legt man 100 Maschak nebeneinander, dann gibt es eine Strecke von 150 Metern. Ist das so, Girl? Ist das so? In Wirklichkeit leide ich unter der Angst. So dumm, dass meine Versicherung von Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Lol. Dankeschön, Haupt. Darf ich irgendwas drücken, irgendwas machen? Nein. Ich darf aber meine Haare kurz richten. Ah, ja. Besser. Oh, fast oben! Und noch ein Kampf.
Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Spitze. Aber wir lassen nicht zu, dass ihr einfach so den Liga-Präsidenten überfallt. Ich habe keine Höhenangst. Als Angestellter von Makrokosmos Airlines könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Meine Güte, was geht in dieser Folge ab? Ich glaube, wir werden erst sehen, was hier passiert in der nächsten Folge. Nein, okay, ich schalte noch rein, was passiert, glaube ich. Weil die Folge ist nämlich auch etwas zu kurz, als jetzt einen Cliffhanger einzupacken. So, mit Wasser-Pokémon sind wir richtig gut aufgestellt. Also ich glaube, Inteleon ist insgesamt die beste Wahl, die man haben kann. Von den dreien, oder? Sie Imperium Level 53. So, mach's eh nicht down. Immerhin nicht auf mich immer. Beim ersten Mal. Lass noch mal was. So, schieß ich noch mal ab, Bro. Okay, komm, lass mich durch. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Makrokosmos Airlines. Wenn man mit dem Lift nach ganz oben fährt, hat man das Gefühl zu schweben. Bildet euch bloß nicht ein, ihr könntet zum Liga-Präsidenten vordringen. Denn dafür müsstet ihr erst an ihr vorbei. Und das ist völlig unmöglich. Oh nein, gegen Olivia? Das Stockwerk von Liga-Präsident Rose befindet sich an der Spitze des Rose Towers, weil er auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Aha. Interessant. Danke, Rob. Warum auch immer die Kamera ändert. Achso, weil er reden will. Er soll nicht mehr weit sein. Bloß nicht schlapp machen. Ja, natürlich. Ich will nochmal kurz speichern oder heilen oder irgendwas. Nee, darf ich nicht. Da oben ist es. Das Ziel. Oh, wir sind da. Was passiert hier? Olivia! Oh mein Gott, die Stelle erinnert mich gerade mega an. Gen 4. Ganz oben auf dem Silberberg, glaube ich, heißt das. Oh, okay. Wow! Willkommen auf dem Stockfeld des Liga-Präsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Es ist schon so also tatsächlich gelungen, meinen Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen, immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt brav wieder nach Hause. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Ich lasse es unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst vor, Maike. Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein, um den Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Was zum Teufel ist mit ihr los? Olivia von Makrokosmos fordert sich heraus. Digga, die ist crazy. Frostettje. Okay, das habe ich bei ihr erwartet. Ein Frostettje. Ist aber echt cooles Pokémon. Damn! Oh Gott, Level 50. Das wird echt kein Spaß hier. Mann, du traust dich ja was. Wie kannst du nur meinen Pokémon verletzen? Oh, 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 oh nein. Ah! Okay, das war nicht. Das hab ich mir getan. Immerhin. Oh, was soll denn das hier? Mach schon, mach schon. Lol. Oh Gott, nach dem Kampf wird es das Ende sein mit der Folge. Was dann hier wirklich passiert, sehen wir dann tatsächlich erst in der nächsten Folge, Leute. 200 und Krebi Level 54. Fruial sagt mir rein gar nichts. So, das Ding heißt Fruial. Ja, kein Wunder, dass sie das hat. Ganz ehrlich. Genauso wie bei Frostettje. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Oh, oh, aber ein Volltreffer war es immerhin. Oh nein. Nein, das ist weiblich, ne? Und ich bin männlich. Hm, ich habe mich verliebt. Super. Kann er das noch killen, bitte? Nicht erstarren, nicht erstarren, nicht erstarren. Okay, super. Kein Bro, kein Problem, Bro. Ich erstarre noch nicht vor so einem dummen Mädel. Okay.
Okay, den Talion Level 60 und Hotin Level 54. Heißt, den Talion werde ich jetzt gar nicht mehr benutzen, außer Notlage oder was auch immer. Amphira, habe ich vergessen, was das war. Ich würde sagen, da darf Silembrim dran. Das ist nämlich das Pokémon, was noch nicht Level 54 erreicht hat. Deshalb würde ich sagen, darfst du es mal versuchen. Naja, juhu. Schon 30 Minuten die Folge, damn. Wie viele Pokémon hat der eigentlich noch? Ich glaube 3. Komm, das schauen wir noch in dieser Folge. Vierers Feuergifts. Oh nein, Gifts! Dass ich das erst jetzt merke. Oh, das war aber so effektiv genug, dass es one-hitted. Super. Perfekto Elektro. Nice. Milotic? Are you kidding me? Milotic? Also. What? Komm, Kursi. Ich liebe meinen Kursi so süß. Als ob es ein freaking Milotic hat. Das ist Wasser nur, glaube ich. 100% sicher bin ich mir auch nicht. So, immer erstmal Nachspiel. Wasserregen. Wow, ich habe dich noch nicht mal verletzt. So, Nachspiel. Vroom. So, wenn ich down gehe, gehst du auch down. Das ist fies, aber mache ich trotzdem. Ich würde sagen, machen erstmal Eissturm und danach Juwelenkraft. Wir sehen, was davon stärker ist bei ihr, bei Milotic. Bam. Oh, nicht so effektiv. Hä? Ist doch Wasser. Ist Eis nicht gegen Wasser normal effektiv? Oder habe ich das gerade verwechselt? Also Wasserring, ja. Gut, dann machen wir Juwelenkraft. Passt schon. Das passt schon. Oh nein, Surfer. Was? Warum macht das so viel? Oh mein Gott, was? Ja, super. Dann würde ich sagen, darf ich Zwolog machen. Ich weiß nicht, was ich mit Kursi mache. Sie hat einfach richtig schlechte Verteidigung. Das ist kacke. Alter, das ist ja die OP-ste Attacke, die ich je gesehen habe. Okay, sorry Leute, ne? Aber da geht's echt nicht mehr weiter. Die hat nicht anders verdient. Die kriegt jetzt einfach mein Giga-Dynamax-Intellion dazu, ja? Das reicht mir völlig hier. Das ist unter alles da, ja? Mein Intellion macht das auch so viel? Verarsch mich doch nicht. Bevor ich jetzt Giga-Dynamax mache, werde ich gucken, wie viel Präzisionsschuss macht. Bei mir nuttig. Wenn wir jetzt sehen, Bro, chill mal. Nicht viel, aber einigermaßen, dass ich noch angreifen kann. Oh nein, ich sterbe, oder? Oh, Digga, ich lebe noch. Och, das Vieh heilt sich. Milotic ist echt nicht zu spaßen, du. So, wir setzen unseren ersten Hypertank ein. Aber ich würde gerne die Giga Dynamax und deine Kengi Dama ausstrahlen. Obwohl, ich weiß gar nicht, soll ich es machen? Wird sich das lohnen? Ich weiß es nicht. Warum ist das Vieh nur so robust? Ist das so ein Rotz? Oh, die Folge ist so lang. Goddammit. Es muss mehr Schaden machen. Ja, moin. Es hat einfach Genesung. Ach, du bist ja urkomisch. I'm out here. Houdini. Erstmal Gesang und dann kannst du dich gar nicht mehr heilen, du. Das sah ganz kurz so aus, hätte mir die Mittelfinger gezeigt, aber hat sie nicht. Ich glaube, Wasserring zählt trotzdem noch, auch wenn sie schläft. Aber egal.
Nein, daneben! Aber komm, das ist nicht sehr effektiv. Und macht trotzdem so viel. Wow! Aber ich würde sagen, Houtini klärt das. Houtini kriegt das hin. Ach so, Bodyguard! Oh shit. Jetzt habe ich ihr einen extra Turn gegeben. Zwei sogar insgesamt. Fuck. Und die heilt sich dauerhaft. Blättersturm! Angriff! Oh, scheiße, es lebt noch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nicht sterben, 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 nicht sterben. Schallwelle. Nein! Ich dachte, das macht genug. Nein! Ich wollte nicht riskieren, Wetter. Oh, Scheiße, das Ding macht mich fertig. Junge, Milotic. Also Milotic. Die Folge ist schon fast 40 Minuten. Ich würde es nur mal erwähnen. Und das nur wegen diesem Scheißvieh. So, Cremi, du musst jetzt kurz deinen Arsch hinhalten, ne? Dein sexy, süß Arsch. Oh, natürlich macht's Genesung. Was noch sonst? Ich brauche mit Houtini eigentlich einen Volltreffer, um zu gewinnen. Scheiße. Ja, übertreib! Das ist ja ein mega krasser Tank. Das Milotic und ist sogar auch mega stark, ne? Falls ihr es nicht gemerkt habt. Bitte triff. Yes! Bam! Ist mir egal. Ja, es greift nicht an. Es greift nicht an. Es greift nicht an. Leute, es greift nicht an. Angriff! Bitte triff, bitte triff, bitte triff, bitte triff. Yes! Dead! Yes! Heilige Scheiße, ist das wie stark. Alter, ich muss irgendwann mal einen Milotic im Team haben. Das Ding ist ja übelst krass. Wie viel Level ich bekommen habe. Deponitox! Giga Dynamax Deponitox oder was? Ja gut, ne? Niemand von denen, die ich habe, haben eine besondere Giga Dynamax Form. Das ist sehr enttäuschend. Naja. Müssen wir irgendeinen reinschieben? Bei Nintendo mache ich bestimmt nichts falsch. Oh Gott, tut mir leid für diese XXL-Folge gerade. Letzte Folge war auch schon lang. Das ist mein letztes Pokémon? Echt? Ich drehe euch durch! Dann dreh doch durch! Dann geh auch zum Netto! Okay, jetzt sehen wir wahrscheinlich die Giga-Dynamax-Form von dem. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Oder nicht? Doch, wahrscheinlich erst nach mir. Wahrscheinlich nur einfach nur eine höhere Initiative, oder? Keine Ahnung. Boing, boing, boing. Yeah, ich kann fliegen. Oder auch nicht. Das waren meine Haare. Na, es geht, Bro. Möchtest du etwas Großartiges sehen? Geh ja deine Max auf den Rose Tower. Oh Gott, die ist crazy, Alter. Oh, oh, wie sieht's aus? Warte, was? Was? Das hat so Spielzeuge an sich dran. Lol. So eine Pokepuppe. Und da diese, die irgendwas, diese eine Dingsattacke an sich dran. So, BAM! Instant KO! Coole Giga Dynamax Form. Kommt auf jeden Fall ins Thumbnail. Oh, damn. Boom, boom, boom! Das war's, der Kampf ist vorbei! Und Kuselkeller. Spiegelcape, yes! Yes, baby! Oh ja, yeah, baby. Ah. Baby! Baby, 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 baby!
Yeah, yeah. Spiegel Cape. Aber gegen was? Nachspiel? Ich würde Bürde wegmachen, aber habe ich keine Geistattacke mehr. Oh, Nachspiel machen wir weg. RIP! Aber ich mein Spiegelcape. Das könnte besser werden. So! Endlich! Zähne mit der Folge hier. 40 Minuten, damn. Verloren! Ach, Olivia, du bist echt so nicht zu gebrauchen. Oh, jetzt fühle ich mich ja schon fast schlecht. So, und wie es weitergeht, ihr wisst Bescheid. Haut rein!